Pika Pika! Kapitel 9. Serie für kleine Mädchen. Luna liegt auf der Couch und sieht mich mit einer Mischung aus Erstaunen und Irritation an. Ich für meinen Teil liege neben der Couch und sehe fern. Was zur Hölle ist das? My Little Pony, antworte ich knapp und wende mich wieder dem Fernseher zu. Seit die Serie My Little Pony, Freundschaft ist Magie wieder im Fernsehen ausgestrahlt wird, verbringe ich fast jeden Morgen vor dem Fernseher. Dass ich dafür auf meinen Schlaf verzichten muss, nehme ich herzlich gerne in Kauf. Und an die Schwindelanfälle gewöhnt man sich mit der Zeit. Okay, das kann ich verstehen. Lass es mich anders formulieren. Wieso siehst du einen Typ, der den lieben langen Tag nur in schwarzen Klamotten herumläuft und lieber am helllichten Tag in seinem Haus Kerzen anzünden würde, als auch nur für 5 Minuten die Rollläden hochzumachen, dir My Little Pony, eine Serie für kleine Mädchen voller bunter Ponys, an? Das macht in meinen Augen keinen Sinn. Tut mir leid, wenn ich nicht in irgendeines deiner Klischees über Leute passe, die schwarze Klamotten tragen und Death Metal hören. Ein bisschen widersprüchlich ist es schon, findest du nicht? Vielleicht, erwidere ich und sehe betreten zu Boden. Weißt du, was dich auf andere Gedanken bringen könnte? Was denn? Bioshock Infinite. Zum letzten Mal, Luna. Ich werde keine 50 Tacken für ein Videospiel ausgeben, bevor ich nicht die ersten beiden Teile durchgespielt habe. Luna sieht auf den Bildschirm und zuckt kreischend zusammen. Wieso zur Hölle komme ich da vor? Jetzt, wo du es sagst? Keine Ahnung. Das ist ja total gruselig. Und was für eine komische Mähne ich da habe. Ich sehe aus wie ein Hippie. Jetzt komm mal runter. Du hast leicht reden. Du hältst ja nicht deine grinsende Fresse hier mitten in die Kamera. Jetzt gib endlich Ruhe. Hör zu. Du tauchst in der Serie kaum auf. Dich hat man bis jetzt nur in ein paar Folgen zu Gesicht bekommen. Eine Weile herrscht betretenes Schweigen zwischen uns. Dann beginnt Luna leise zu schluchzen. Was ist denn? Ich bin nutzlos. Ach was, du stehst einfach nur nicht ständig im Rampenlicht. Das hat einige Vorteile, glaub mir. Sie schluchzt noch eine Weile vor sich hin. Dann sieht sie mich mit großen, traurigen Augen an. Findest du? Klar doch. Um ehrlich zu sein, bist du eines meiner absoluten Lieblingsponys. Sie schluchzt noch eine Weile vor sich hin. Dann beruhigt sie sich wieder. Kann ich irgendwas machen, um dich zu trösten? Könntest du mich in den Arm nehmen? Fragt sie mit zitternder Unterlippe. Na, komm her, murmel ich und breite die Arme aus. Sie schlingt ihre Vorderhufe um meine Schultern. Kaufst du mir das neue Bioshock? Was? Nein! Sie bricht erneut in lautes Heulen aus. Diesmal allerdings deutlich weniger. Also gut, ich mach's. Dankeschön. Kann ich wenigstens noch die Sendung zu Ende sehen? Frage ich, als bereits der Abspann eingeblendet wird. Im Fernsehen wird die nächste Sendung angekündigt und ich schalte ab. Wer schaut denn schon Serien für kleine Mädchen?